TV, heute mit unserer Spielzug-Sondersendung. Oder Sondersendung, Spielzug-Sendung. Olaf ist heute leider nicht dabei, der muss heute lange leider arbeiten. Dafür ist Steffi wieder da. Ich wohne hier. Du wohnst hier. Wir sind heute in unserem heimischen Wohnzimmer. Mit einem schönen Greenscreen. Ne? Ja. Der Spielzug. Letzte Woche Samstag war er. Dieses Mal ein Tag. Letztes Jahr oder die letzten Jahre davor waren es ja noch zwei Tage. Wir haben es dieses Jahr einen Tag probiert. Wie fandest du es? Entspannter. Ja. Deutlich entspannter. Ja. Und ich glaube auch für die Aussteller deutlich entspannter. Ja, ich fand es auch viel entspannter. Der Sonntag war doch immer so ein bisschen schleppend und alle waren kaputt vom Samstag und das war so. Also so war der Samstag zwar sehr, sehr anstrengend, weil wir aufgebaut haben, den Spielzug gemacht haben und wieder abgebaut haben. Das war sehr anstrengend, aber dafür hatten wir alle den Sonntag zum Entspannen und ja, auch in den Gesprächen danach fanden das alle auf jeden Fall viel entspannter. Vom Spielzug an sich, wie fandst du den? Ich fand ihn super, auf jeden Fall. Also ich bin mit dem Ergebnis total zufrieden und ich glaube, das können alle sein. Wir hatten tolle Spielsysteme. Ja, auch wieder neue dabei. Ja, absolut. Ja. Also Broadside zum Beispiel hat ja auf jeden Fall den Anlauf gehabt, den man auch ein bisschen erwartet hat. Erwartet und ich glaube, das kam auch richtig gut an. Super gut. Also Olaf und ich haben ja auch ein Testspiel gemacht. Und wir waren auf jeden Fall sehr überrascht von dem System und auch die Abverkäufe am Stand konnte man ja gut beobachten. Ja. Also das hat wirklich eingeschlagen und auch, wie man jetzt so merkt, auf Facebook, wie das so die Runde macht. Hat es auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit, die es verdient. Das steckt noch in den Kinderschuhen, das muss man ganz klar so sagen. Aber ich denke, das wird und er hat entsprechend Unterstützer etc. Also von daher super. Aber nicht nur Broadside, wir hatten einige neue Aussteller und wir hatten natürlich auch wieder viele Vereine, die einfach daran beteiligt waren. Ne? Ja. Zum Beispiel die Hildesheimer Gelegenheitswürfler, die haben 4 Präsentationen gestemmt. Und wenn man die Hildesheimer noch vor 5 Jahren gesehen hat, bis heute hat da eine enorme Entwicklung stattgefunden. Auch. Ja, auf jeden Fall. Also das war schon... das war schön zu sehen, ja. Schön war auch, dass vom 3TH wieder mehrere Präsentationen da waren, zum Beispiel Merckx, Flames of War war vom 3TH Epic, da. Genau. Jabula. Genau, also, und Godslayer auch. Godslayer, genau. 5 Präsentationen vom 3TH. Waren auch wieder mehr wie letztes Jahr. Genau. Dann hatten wir noch Leute aus Springe dabei. Ja. Zum Beispiel. Die haben Batman gemacht. Dann hatten wir die Erfurter natürlich wieder dabei. Genau. Dann hatten wir das erste Mal den Chen von Tabletop Club Rhein-Main. Der hat Drop Zone Commander vorgestellt. Ja, richtig. Auch super. Ja. Also so langsam schließt sich der Kreis und das ist halt ziemlich cool, wie ich finde. Auch dann hatten wir Besuch von den Dice Knights aus Berlin. Das hat mich auch sehr gefreut. Ich habe sie leider nicht getroffen. Aber sie waren auf jeden Fall da, haben jede Menge Fotos gemacht. Neue Händler hatten wir. Ja. More Terrain, war ich auch sehr überrascht. Sehr, sehr eine cool. Eine irre Auswahl an Gelände. Das war echt der Hammer, das stimmt. Und zu richtig günstigen Preisen auch. Also, das, also fürs Verhältnis und dafür, dass die Sachen bei More Terrain ja alle schon pre-painted sind. Ja, eben. Alles angemalt. Echt wirklich toll. Ja. Sollten wir mal einblenden. Ja. Auch die Qualität von der Bemalung war wirklich gut. Ja. Kann man nicht motzen. Tokotec hat man auch da. Eine kleine Geländeschmiede. Mars Terrain war wieder da. Sie haben es tatsächlich geschafft. Ja, sie haben es tatsächlich geschafft. Auch wenn man das letzte Video leider nicht sehen konnte, die hatten da so ein bisschen, ich glaube, Lizenzschwierigkeiten mit dem, ich habe mit den Jungs gesprochen und die haben mir erzählt, das letzte Video ist ja leider nicht online gekommen. Genau. Und die hatten Probleme mit irgendeinem Soundfile. Okay. Also sie hatten da Lizenzprobleme. Sehr schade, weil die Videos eigentlich immer ziemlich cool sind und sehr amüsant auf jeden Fall. Und gerade jetzt das letzte Video ist leider nicht online gekommen. Warmage war da, hatte auch sein Kickstarter dabei. Man konnte es live und in Farbe sehen. Sehr cooles Produkt. Das ist der X-Wing-Koffer. Genau. Ja, der war cool. Sehr cooles Teilchen. Fantasy Inn war da, fand ich auch super. Die wollten eigentlich an dem Tag des Spielzugs ihr 20-jähriges feiern. Ja, richtig, genau. Haben sie extra verschoben für uns. Frontline Games wieder mit Brad und Alex waren wieder da mit vollpackt. Auch Carsten vom Fantasy Warehouse, super tolles Sortiment wieder dabei gehabt. Genau. Und was auch neu war, Modell waren Schiffer. Natürlich im Zuge von Broadside. Ne? Viel also, Modellbau. Genau, aber man konnte sich gleich mit den entsprechenden Schiffen eindecken. Ja, das war gut. Das war sehr gut überlegt. Das fand ich super. Absolut. Nanostrategie mit einem tollen Stand. Ja. Also wirklich. Oh, wir haben noch eine Präsentation vergessen. Um 3TH, es waren 6 Präsentationen. Antares. Beyond the Gates of Antares. Genau.
Unfassbar. Das fällt mir gerade so ein, weil Antares und Narnia nebeneinander standen. Hast du vollkommen recht. Ja, haben wir noch wen vergessen? Naja, also es waren... Gerard war natürlich wieder da. Von Gerard war da, genau. Ja. Hat jede Menge Styrodur geschnitzt. Auf jeden Fall. Und wieder ganz tolle Gespräche da geführt. Ja. Kugelhagel war da. Mit Steinhagel allerdings. Steinhagel. Römer verkloppen war angesagt. Genau. Da hatten wir einen sehr netten Gast aus Speyer, der ist irgendwie über 6 Stunden mit dem Zug gefahren. Stimmt. Voll geil. Die machen jetzt das erste Steinhagel-Turnier. Genau, richtig. War ja schon mal erwähnt, irgendwie eigentlich ist Steinhagel, Kugelhagel eigentlich gar nicht für Turniere ausgelegt, genau. Aber man will es einfach mal probieren und Martin Feller ist selbst auch vor Ort, genau. Als Schiri, habe ich gehört. Ja, ja. Und er wird auch Material für uns mitbringen. Super, das heißt, kann man mal sehen, wie so ein Steinhagel-Turnier. Genau, auf jeden Fall war dieser Flavius hieß er, glaube ich. Mhm. Flavius hieß er. 6 Stunden hin, 6 Stunden zurück für 3 Stunden Spielzug. Das ist eine Nummer, auf jeden Fall. Coole Nummer, ja. Ja, dann hatten wir natürlich die Jungs und Mädels von mehr-als-spielen.de da. Ja, letztes natürlich. Jahr mit Roborally 3D. Roborally 3D, genau. Dieses Jahr mit Lost World und damit haben sie ja den Spielzug Award quasi abgesahnt. Eine Riesenplatte auf 3x1,80 Meter. Ja. Eine riesen Dschungelplatte, echt toll, viel Arbeit drin gesteckt. Ja, über 10 Jahre, glaube ich, gesammelt. 10 Jahre gesammelt und irgendwie über 3 Jahre gebaut, ne? Ja. Auch cool fand ich, es war sehr minimalistisch, aber sehr cool, weil ich mag das Setting einfach, die kleine Bushido-Platte. Ja, Christoph, stimmt. Auch sehr stimmt, die Bushido-Platte, ja. Ja. Wir hatten 2 Saga-Präsentationen, das heißt Kreuzzüge und Wikinger. Normal Wikinger, ja. Genau. Dead Zone war auch ganz, war auch sehr schick auf jeden Fall. Ich gehe gerade noch mal im oberen Raum durch. Relic Knights hat sich auch super weiterentwickelt. Oh, ja, Relic Knights war letztes Jahr schon da und dort wurde quasi die Platte weitergebaut. Genau. Auch sehr cool. Genauso wie bei Exits and Alloys. Genau. Wurde auch quasi weiterentwickelt, die Platte. Und das ist ganz cool, eigentlich so die Entwicklung ein bisschen mit zu erleben, auf jeden Fall. Das finde ich auch gut, wenn dann die Platte nicht einfach nochmal mitgebracht wird, sondern sie einfach weiterentwickelt wird und das finde ich gut. Genau. Und im oberen Raum hatten wir sonst, ja, die Kassler Jungs mit Board Action. Auch eine coole Platte. Das sind die Strategiespielfreunde bei Emstal. Ja. Ja, es ist aber auch manchmal, wenn man in mehreren Clubs rum hängt, dann... Das war aber auch eine coole Platte. Die waren letztes Jahr schon da, hatten letztes Jahr eine etwas größere Platte dabei. Diesmal hatten sie eine Afrika-Platte dabei. Aber auf einer ganz coolen Spielmatte. Das fand ich eigentlich ganz praktisch. Das war so ein Malerfließ, ja. Ja. Ist ja ganz cool gemacht auf jeden Fall. Ja. Gibt es auch einige Bilder, auf jeden Fall kann man sich gut angucken. Ja. Ansonsten viel zu sehen, viel erlebt, viele Gespräche. Cool war auch Sandra vom Spielzeugmuseum in Steinhude war vor Ort und hat ein bisschen die Werbetrommel gerührt und so ein paar Stimmen eingefangen zu der Little Wars Ausstellung. Die war ja den ganzen Tag nur am Quatschen. Die war den ganzen Tag am Quatschen, aber... Ist natürlich super in Vorbereitung für die Ausstellung im kommenden Jahr. Mhm. Also Tabletop Ghost Museum im kommenden Jahr. Das war jetzt so das erste Aufeinandertreffen so mit der Öffentlichkeit. Aber das ist, glaube ich, auch ziemlich gut gelaufen. Ja, ist ziemlich gut gelungen. Ja. Also da waren viele positive Stimmen dabei, was ich mitbekommen habe. Und wir hatten natürlich wieder eine super Küchencrew. Ja, absolut. Da war richtig, da ging richtig die Post ab. Ich habe mal wieder nichts gegessen, du glaube ich auch nicht. Nein. Wir essen nie was auf dem Spielzug. Wobei die Currywurst und auch die Kartoffellinsensuppe soll super lecker gewesen sein. Das Essen war immer gut, ne? Die letzten Jahre war das Essen immer super. Ich habe, glaube ich, 2 Scheiben Toastbrot gegessen. Wow. Die habe ich mir mal aus der Küche geklaut. Nein, aber ansonsten war da auch sehr positiv. Also wir hoffen, es hat allen gemundet auf jeden Fall. Ansonsten sind, glaube ich, ungefähr 100 Leute, also 100 Personen waren jetzt ungefähr dran beteiligt, dass der Spielzug so läuft, wie er läuft. Ja. Sprich, Kassenpersonal, Bring and Buy, Aussteller selbst, Demogeber, Kirchenleute, alles, was einem so einfällt. Der Bring and Buy war dieses Jahr ein bisschen mager. Dafür war der Bitstisch wieder super. Ach, Wahnsinn. Also, Wahnsinn. Was die Leute an Bits kaufen, das ist. Also, ich glaube, gut 3,5 Kilo Bits wurden herausgeschleppt. Ja. Und ihr wisst, was Bits so wiegen, ne? Das sind Gramm. Ja. Kann. Aber das aber ist krass, wie das jedes Jahr aufs Neue abgeht und faszinierend. Und die kommen auch mehrmals. Also ich hatte heute noch ein Gespräch und meinte auch irgendwie, da ist einer gekommen, der ist 3-4 Mal gekommen an dem ganzen Tag und hat immer wieder was rausgeschleppt. Also ja, cool. Einige kommen auch nur zum Bits gucken. Also, ja.
Macht immer noch Spaß, da rumzubühlen, auf jeden Fall. Ja, wir haben auf jeden Fall einige Bilder für euch eingefangen, sind mit der Olaf auch mit der Videokamera rumgegangen. Wir haben ein paar Stimmen eingefangen. Ja, wir hätten gerne noch mehr Videomaterial. Ja, irgendwie haben wir es zum Schluss irgendwie nicht mehr so ja, richtig. Irgendwie war der Tag dann doch recht schnell. Ja, es war dann vorbei, super, ne? Schnell vorbei. Wir haben ein Broadside-Demospiel aufgenommen, auf dem Spielzug direkt. Das ist leider ja, durch von Tonschwierigkeiten nicht ist so einfach, gut genommen. Das war halt einfach zu laut. Das war zu laut und das wollen wir euch auch nicht zumuten. Dafür haben wir nächste Woche Samstag. Kommt Benjamin extra vorbei und wir machen Broadside nochmal komplett in Ruhe im Studio. Ja, schade eigentlich, weil das war nochmal, ich glaube, wir haben da gut eineinhalb Stunden gesessen und haben Kamera mitlaufen lassen. Aber ihr seid endlich mehr dazu gekommen zu spielen. Aber wir sind dazu gekommen zu spielen, aber auch nur ein Spiel. Ja, also wie jedes Jahr, das obligatorische ein Spiel am Spielzug. Wobei Olaf hat, glaube ich, noch Antares gespielt. Genau, bei Antares haben wir auch ein paar Filmaufnahmen gemacht. Das war noch ziemlich zu Beginn des Spielzugs. Ja, schade, dass mit dem Broadside nicht so geklappt hat, aber da kümmern wir uns dieses Wochenende noch drum, dass wir vernünftige Ansteckmikrofone mal haben, dass das sowas nicht mehr passiert. Gerade wenn es dann jetzt auf Crisis zugeht zum Beispiel, ist das vielleicht nochmal ganz interessant. Mhm. Man fährt auch. Ich hätte gerne so einen pinken Puschel. Ja. Ja, Spielzug 2016, können wir noch nichts so sagen. Schauen wir einfach mal. Irgendwas wird bestimmt stattfinden. Also wir mussten ja jetzt erstmal unsere müden Knochen so ein bisschen schonen. Und ich glaube, das ging allen so erstmal das Ganze verarbeiten. Ganz cool. Gestern ist in der HAZ, also in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, noch ein sehr schöner Bericht erschienen. Problematik ist ja immer, unser Hobby überhaupt irgendwo in der Presse zu platzieren. Dann schon noch in der Regionalpresse. Und das war total super. Da kam der nette Redakteur noch am Samstag ganz spontan auf den Spielzug vorbei, das fand ich super. Wusste auch keiner was von. Nein, da wusste keiner was von. Wir haben spontan reagiert und das, was er draus gemacht hat, ist eigentlich recht tauglich. Ja. Und ich meine, so eine gute dritte Seite für unser Hobby ist eine ganz schicke Sache. Ja, das auf jeden Fall. Und damit hat auch keiner gerechnet, dass das passiert. Freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Also es ist schön, einer mit der schönsten Artikel sogar, weil also wir hatten jetzt, ich glaube, drei oder vier Artikel in den letzten Jahren, auch durch den 3TH. Genau. Da war einer nicht so toll, die anderen waren okay, aber den finde ich eigentlich ganz hübsch geschrieben. Ja, es kommt immer drauf an, ne? Der Gute hatte zumindest so ein bisschen Ahnung von DSA, also er konnte sich so ein bisschen in die Thematik reindenken, was bei vielen Redakteuren natürlich ein bisschen schwierig ist, aber ich finde es auch ganz gut gelungen. Ja, obwohl ich das hier gerade sehe, wir haben auch das Waterloo-Diorama von Erfurt, fand ich auch sehr cool. Ja, das waren 1000 Miniaturen, also bemalte 28 mm. Das war krass, da haben die in den letzten Wochen richtig gebuckelt. Ja, also das war auch richtig schön und sowas würde ich mir eigentlich auch noch für den Spielzug, für die kommenden Spielzüge einfach noch mehr wünschen, dass man noch mehr zum Gucken hat. Ja. Also was ich auf der Taktika ja auch immer mal so ganz schön fand, das waren, die haben ja auch immer so 3-4 groß Dioramen, da war mal Herr der Ringe oder so zum Beispiel. Ja, da gibt es einige tolle Sachen, ja, aber das finde ich sehr Fall cool. Muss man sich vielleicht mal noch ein bisschen umgucken oder wenn ihr selber baut und tolle Platten habt, tolle Sachen zum Ausstellen, Dioramen etc., meldet euch auf jeden Fall. Also der Flavius zum Beispiel hatte mich angesprochen, der Speyer, der hat ja auch irgendwie ein Helms Klamm, ein 15 mm gebaut. Das würde er zum Beispiel nächstes Jahr gerne mitbringen. Klingt nicht schlecht. Ja. Also wenn ihr irgendwas noch in der Trickkiste habt, Spielsystem, irgendwas Eigenentwickeltes, also wir sind immer offen für Neues. Das macht den Spielzug ja auch aus. Dass gerade eigene Sachen. Ja. Immer cool. Hatten wir jetzt schon öfters auf dem Spielzug. Genau. Und das, finde ich, macht den Charme auch aus. Und genau das wollen wir damit auch unterstützen. Ne? Genau. Ja, also es bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Vielen, vielen Dank an alle Helfer, an alle, die sich so irrsinnig viel Mühe gegeben haben, die Platten wieder extra gebaut haben. Ja. Vielen Dank an alle Besucher. Ja, natürlich. Ne? Vielen Dank an unsere Background-Truppe aus dem 3TH und aus dem befreundeten Umfeld. Ohne euch würde es sowieso nicht gehen. Nee. Von daher, und jetzt würde ich sagen, verabschieden wir uns und entlassen euch. Ja, schauen uns ein paar Bilder an und schaut einfach, was auf dem Spielzug so los war. Wie gesagt, der erste Rundgang ist noch sehr, sehr leer, weil es wirklich am Anfang getreten ist. Das war noch nicht mehr wirklich offen. Ja, es war, glaube ich, kaum geöffnet. Und, ja, ich habe gesehen, da waren noch die restlichen Aufbauten Fall, von daher. Aber es war natürlich die ruhigste Zeit, um es war die ruhigste durchzugucken. Zeit. Genau, also später wird man auch sehen, dass es sehr, sehr laut war. Und, alles klar.
Gut, dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit, wer weiß, auch also immer. Wir sehen uns täglich. aber ja, schauen wir, gucken wir mal, was nächste Woche kommt. Und ja, jetzt viel Spaß mit dem Spielzug. Viel Spaß. Tschüss. Hallo, hier ist Olaf und ich bin auf dem Spielzug und jetzt gerade bei Gerard, den Niederländer. Oh. Ja. Geboom, kennt ihr bestimmt alle, der Meister des Durodors. Und wir haben gesagt, Gerard, was schafft man denn so innerhalb von 5 Minuten? Ja. Und hat Gerard gesagt, den Turm. Ja. Dann wir gesagt, das glauben wir nicht. Nein, ich glaube nicht. Nein, wir haben gesagt, ein 5-Minute-Project. Okay. Mal gucken, was Gerard innerhalb von 5 Minuten schafft. Oh Mensch. Und haben wir eine Uhr? Wir wollen natürlich die Zeit stoppen. 10 Minuten. 13:02 Uhr und wir beginnen jetzt. Okay, gut. Ich habe hier einen Styrodurblock und dann habe ich vor, mal einen kleinen Bunker zu bauen. Ja. Ich habe nicht geübt. Selbstverständlich nicht. Also die einzige Vorbereitung ist, dass ich diesen Block habe.
Und ja, bin schon zufrieden. Sieht schon gut aus. Ist das Teil ist schon fertig. Ja, kannst du den Bunker schon mal erkennen? Oder? Ja, ich kann es mir vorstellen. Ja. Gut. Sehr schön. Eigentlich nicht. Okay. Es ist ziemlich schwierig zu erklären, was ich mache. Ich meine, einfach gucken und alles wird hoffentlich Sinn machen. Stellst du den Draht eigentlich mal sehr heiß ein? Oder? Nein, nicht zu heiß, weil denn, wenn es zu heiß wird, dann wird der Draht zu heiß? Einfacher ja. zerbrechen. So, ja. Deswegen heiß nicht schneller. Zu heiß. Okay, Block. Ja, okay, schon. Das bin ich zufrieden. Okay, 5 Minuten, Mensch, das geht nie. Das geht nie in 5 Minuten. Ich habe kein Sandpapier dabei, so. Wir gehen nur den groben Form mal versuchen. Ja, wahrscheinlich geht das falsch. Das ist wirklich, wie heißt das? Working under pressure? Stimmt? Das ist eine dänische Krone? Ja, ich war in Dänemark diesen Sommer. Wo? Nur weil ich brauchte so eine Münze. Ah ja, habe ich mir gedacht. Sonst kann ich meinen Bunker nicht bauen. Das ist nicht schlecht. Ich hätte doch was sagen können. Ja. Okay. Ich versuche jetzt, das Dach von diesem Bunker zu bauen. Und wie gesagt, ich habe jetzt nur die Schneider, eine Münze und ein Bleistift dabei. Ja. So, ich muss das einfach mal. Ach ja, anschnauzen natürlich. Okay, ja, das geht. Und es geht ziemlich falsch. Yay, es geht ziemlich falsch. Ach, gut. Okay, gut. Dach. Hilf mir. Alle Folie, natürlich, alle Folie. Wie weit bin ich? 2 Minuten hast du. Noch 2 Minuten? Nee, noch 3 Minuten hast du. Okay, das ist gut. 2 Minuten. So, dann haben wir hier den Dach von diesem Bunker. Normalerweise werde ich das mit Sandpapier bearbeiten, aber da habe ich nicht dabei. Und hier habe ich dann Beton. Hoffentlich. Muss ungefähr aussehen wie Beton. Wie gesagt, ziemlich schnell. Okay. Das geht schon. Gut. Rechts. Noch 2 Minuten. Ja, durch. Wirklich? Ja. Was schaffst du? Ja. Okay, das wird von innen bespielbar. Ach so, na klar. Das muss sein, ja? Natürlich. Ich habe zu wenig Zeit, die Fenster da drin zu machen. Darf ich ein 10-Minuten Projekt machen? Ja, machen wir es mal 5 Minuten. Denk dran, du musst es auch noch anmalen. Ja. Herrlich. Also was mich angeht, hätte ich bestimmt schon erstmal 3 Stücke verballert, bevor ich überhaupt eins richtig rauskomme. Ich komme noch mal vorbei beim Basement. Ja, und dann machen wir ein richtiges Video, ja? Ja. Und? Gerne zum Anfang Dezember. Ja. Machen wir noch mal einen schönen Workshop oder was? Ja, 45 Sekunden hast du noch. 45? Ja. Okay, gut. Gut. Oh Mensch, das ist hässlich, was ich jetzt mache. Das ist nicht. Okay, ja, wir überlegen auch noch, ob wir das veröffentlichen. Ne? Geht ja so nicht. Also. Ja, die Kanten hier. Ja, jetzt sind wir auf dem Fuß. Ja, mal, wieder? Ja. Du kriegst 3, noch 10 Sekunden. 2, 1, und. Okay, fertig? Okay, ja. Zack. Bunker. Ja, 5 Minuten. Sehr gut. Ja, ist doch toll.
hässlich. Kannst du mitnehmen? Ach, das kriege ich. Ja. Ich hätte aber gerne den Turm. Ja, letztes Mal. Okay, das war total. Okay, wenn ich dann das wirklich das, vielleicht das nochmal zeigen. Ja. Wenn ich das wirklich ruhig mache, lass mal sagen. Trotzdem ist das in Ordnung. Dann könnte das dieser so sein, ne? Natürlich, ja? Ja. Das ist dann doppelt. Ja. Super, aber sehr, sehr schön. Danke. Das war's. Eigentlich könntest du ja viel mehr schaffen in so einer Stunde, ne? Warum dauert denn das so lange? Okay, mal wieder weiter. Danke. Bitte. Bin ich im Bild? Ja. Der Divisionsziel, du musst am Ende einer Runde an einem der Flak-Türme stehen. Favorit. Dieses, um zu gewinnen, musst du beide. Spielzug ist es Antares und ich bin heute der Erste, der die erste Demo kriegt. Das ist geil. Das ist geil, ne? Ihr seid, dieses Spiel Antares geht ja darum, dass Tore auf Welten führen. Und wenn ihr durch das Tor, ihr seid jetzt durch ein Tor gekommen und wollt diese Welt erobern, könnt diese Stadt aber nicht angreifen ohne Verstärkung und dazu müsst ihr die Flak-Türme ausschalten. Ah. Aber wenn ihr beide, wer beide unter Kontrolle hat, kommt ihr rein, theoretisch dann Landetruppen rein. Aber ja, das ist klasse. Jetzt erstmal. Kann man denn hier auch klettern? Ich weiß auch klettern. Klettern. Und war, oh, hier haben wir auch schon noch ein paar gefangen. Also meine Standardbewegungsreichweite war 5 Zoll. Ich habe jetzt gerade zu tun. Bewegung ist 5 Zoll. Ihr könnt rennen 10 Zoll. Okay. Ihr könnt auch sprinten, 15 Zoll. Ja. Klettern müsst ihr einen Agilitätstest durchführen. Ah ja. Wenn ihr das schafft, könnt ihr eure komplette Bewegungsreichweite klettern. In 5 Zoll. Auch für Sprinten. Auch für Sprinten. Steffi, ich muss da. Soll ich erreichen? Wie viel? 15 Zoll? Dann mache ich einen Agilitätstest. Jetzt? Den mache ich mit 2 Bewegungen. Wo machst du den? Hier. Du machst den erst, wenn du in Berührung mit dem Gelenk geschafft hast. Also du ziehst jetzt die Bewegung ab von dem bis dahin, sagen wir 3 Zoll sind das, ne? Ja, und mit welcher Geschwindigkeit machst du das? Kann ich auch hochrennen? Rennen kannst du auch. Dann renne ich hoch. Du könntest jetzt aber mit dem Runbefehl einen Sprint ansagen. 15 Zoll. Aber gut, dann mache ich jetzt einen Runbefehl. Machst du einen Run, okay. Dann hast du jetzt 3 abgezogen, du hättest jetzt noch 7 Zoll, um hochzukommen. Was verkackst du den Test? Hast du nur 3,5 Zoll und musst gucken, ob du die Reichweite nach oben schaffst. Ich weiß, und du hast ja einen Agi-Wert von 4. Das heißt, du musst unter 4 würfeln. Oh, ich kann ihn mal reinlassen. Ja, du bist ein Steinmann, du bist langsam. 6, nein, ich geschafft. Das heißt, es halbiert sich deine restliche Bewegung. Wenn ich so ganz ehrlich bin, ich lauf weg. Ins Gebäude. Guck, dann kannst du nichts weitermachen. Aber du hast ja was verloren. Nee, warte mal. Wenn du den nicht schaffst, kannst du auch deine Aktion. Ich guck mal. Schieße mit dem normalen, mit dem Bonus. Das ist dann auf die.
Tabletop Basement und der 3DA ja auch gute Freunde von mir sind. Also wir werden gerne gucken, was wir hier so machen. Junge hier ist gerade. Bin ich der Einzige, der sowas hat? Ja. Weitere Testspiele könnt ihr direkt in Minden machen und wir freuen uns auf viele Gäste.